Ins Leben schleicht das Leiden sich heimlich, wie ein Dieb. Wir alle müssen scheiden von allem, was uns lieb. Mit diesen Worten des Dichters Josef von Eichendorff begrüße ich Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Montag, der 15. April 2019. Es ist der Montag der Karwoche. Und einer der bedeutendsten und ganz gewiss der genialste Theologe unserer Zeit, Eugen Drewermann, wird drei existenzielle Begriffe in einem meditativen Vortrag beleuchten: Erlösung, Tod, Auferstehung. Dieser Abend ist seit zwei Wochen ausgebucht. Es sind einige Interessierte hier, die mehrere hundert Kilometer weit angereist sind, um Eugen Drewermann persönlich zu erleben. Ich begrüße Sie besonders, die Sie aus Tirol, der Steiermark, aus Oberösterreich, aus Südtirol, aus Baden-Württemberg und sogar aus Nordrhein-Westfalen gekommen sind. Natürlich sind auch einige Menschen aus Liechtenstein hier, aber das gehört ja fast zu Feldkirch. Und ich begrüße ganz herzlich meine vielen Landsleute aus Vorarlberg, die hierher gekommen sind. Zu Leben und Werk von Eugen Drewermann könnte man viel sagen, hat er doch an die 100 Bücher veröffentlicht, darunter das siebenteilige theologische Grundlagenwerk Glauben in Freiheit sowie die tiefenpsychologische Kommentierung aller vier Evangelien des Neuen Testaments und die Übersetzung aller vier Evangelien. Ich will es nur ganz kurz sagen, der gemeinsame Nenner, das gemeinsame Anliegen, das sich wie ein roter Faden durch all diese vielen Bücher zieht, ist zu zeigen, solange Menschen Angst haben vor Gott, sind sie im Inneren zerrissen. Die Angst kann nur vertrieben, kann nur überwunden werden durch ein Vertrauen in Vergebung. Die ganze Botschaft Jesu diente der Freiwerdung des Menschen aus der Zerrissenheit, den Brechungen und den Zwängen seiner Seele. Eugen Drewermann will eine Theologie vom Menschen her. Das heißt, die Theologie muss das integrieren, was man heute wissenschaftlich über den Menschen weiß, über die Antriebe, Sehnsüchte, Bilder seiner Psyche, über die abgründige Ausgeliefertheit des Menschen im Ghetto seiner Ängste, Aggressionen, Zwänge und Ersatzhandlungen. Eugen Drewermann zeigt, dass der Mensch mehr braucht als bloß Moral, denn kein Mensch wird besser, wenn man ihm droht, wenn man ihn straft und züchtigt. Und Eugen Drewermann zeigt, wie die Suche nach der Unmittelbarkeit und der Innerlichkeit Gottes hinfindet zu dem Glauben an seine unbedingte Gnade und seine bedingungslose Bereitschaft der Vergebung. Was ich jetzt nur ganz kurz und stichwortartig erwähnt habe, das hat Eugen Drewermann in den letzten beiden Vorträgen hier bei Wissen fürs Leben ausführlich erläutert, in dem Vortrag Wendepunkte, was eigentlich besagt das Christentum, und in dem Vortrag Vertrauen statt Angst. Sie können die beiden Vorträge jederzeit auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Und zudem zu Leben und Werk von Eugen Drewermann, der nächstes Jahr 80 wird, gibt es diese Biografie von Matthias Bayer mit über 500 Seiten. Eugen Drewermann wurde mehrfach ausgezeichnet und geehrt, unter anderem mit dem Herbert-Haag-Preis, mit dem Erich-Fromm-Preis, dem Internationalen Albert-Schweitzer-Preis, dem Löwenherz-Ehrenpreis der Hilfsorganisation Human Projects für Frieden, Freiheit, Aufklärung, Integration und eine gerechtere Welt zusammen mit Michail Gorbatschow. Und im Mai wird er den Preis der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft erhalten. Lieber Herr Drewermann, ich freue mich und ich bin dankbar, dass unsere Wege vor bald 40 Jahren sich zum ersten Mal gekreuzt haben und dass wir seither in treuer und loyaler Regelmäßigkeit in vielen Radiosendungen und in zahlreichen gemeinsamen
öffentlichen Veranstaltungen wichtige theologische Fragen und existenzielle Lebensthemen behandeln konnten. Für diesen heutigen Abend, wie gesagt, den Montag in der Karwoche, habe ich Sie gebeten, über Ihre Sichtweise, Ihre Deutung, Ihr Verständnis von diesen drei zentralen existenziellen Begriffen Erlösung, Tod, Auferstehung zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und dass Sie die lange Anreise auf sich genommen haben, um hierher nach Feldkirch zu kommen. Seien Sie herzlich willkommen. Lieber Herr Köb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für die Einladung zum heutigen Abend, Ihnen allen aber insbesondere für das große Interesse an einem Thema, das wichtiger in unserem Leben kaum sein kann. Was darf ich hoffen? So fragte Immanuel Kant. Denn wer uns als Menschen verstehen will, muss eine Perspektive haben, der Zuversicht, des Entwurfs in die Zukunft hinein und eines gewissermaßen unbedingten Vertrauens, nicht ins Nichts zurückgestoßen zu werden. Der libanesische Dichter Khalil Gibran schreibt einmal: O Seele, hätte ich nicht die Sehnsucht nach Unsterblichkeit? Ich wäre zu einem Selbstmörder geworden, denn ich hätte nie das Lied gelernt, das durch den Kosmos der Zeit hindurchschwingt. Wäre ich nicht getauft worden in Tränen und hätte nicht die Geister der Krankheit meine Augen umflort, immer hätte ich diese Welt gesehen, wie in einem nebligen Dunkel, verhängt von einem Schleier. So aber weiß ich, dass Frieden ist im Grab. O Seele, wenn sie dir sagen, du vergehst mit dem Körper und alles, was stirbt, kehrt aus dem Grab nie mehr zurück. So sage einem solchen Narren, es stirbt die Blume, aber der Same ist ein Symbol der Unsterblichkeit. Was Khalil Gibran beschreiben möchte, ist, dass wir ohne ein solches Verlangen und ohne eine solche Zuversicht gar nicht existieren könnten. Wie wahr er damit hat, zeigt sich nirgends deutlicher als in dem Beispiel des Mannes, der alles in die Waagschale warf, uns zu befreien von der Enge der wenigen schattenverwirrten Jahre, die wir hier auf Erden verbringen. Jesus wollte in unser Leben treten, um uns das Vertrauen zu vermitteln. Wir wären gemeint und gemocht von der Kraft, aus deren Händen wir stammen, von der Person, die er in unserem Namen mit Vater anredete und die er doch beschrieb in der Güte einer Mutter, die ihr Kind in die Arme schließt mit unbedingter Liebe und einer Freude einfach dafür, dass es existiert. Alles, was wir im Namen des Christentums mit Erlösung bezeichnen, besteht in diesem Grundvertrauen, das den Himmel öffnet, niemanden ausstößt, einem jeden eine Asylstätte in seiner Verlorenheit anweist und nicht aufhört, mit Geduld all diejenigen zu begleiten, die vom Wege abgekommen sind, die Devianten und die Delinquenten.
Manche mögen sich leicht tun, zu einem solchen Vertrauen in Anbetracht einer relativ glücklichen Kindheit. Ihnen mag es erscheinen, als wenn sie Religion gar nimmer bedürften, weil sie selber sich mit beiden Beinen fest auf die Erde gestellt vorkommen. Den anderen mag es schwer werden, ein Vertrauen aufzubringen, das über die Erde hinausgreift und jenseits der Wolken sich ausstreckt, zu der Hand, aus der wir hervorgingen und die uns zurückruft in die Ewigkeit. Was ist mit all denen, die das Gefühl haben mussten, zur falschen Zeit am falschen Ort groß geworden zu sein und deren Leben verrinnt wie ein immer weiter sich hinschleppendes Unglück? Nehmen Sie nur ein paar Zeilen des österreichischen Dichters Rainer Maria Rilke. Über 100 Jahre sind diese Verse alt, aber die Klage bleibt wie ewig gültig. Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in dem gleichen Schatten sind und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen nach einer Welt voll Schönheit und voll Wind und müssen Kind sein und sind traurig Kind. Da blühen Jungfern auf zum Unbekannten und sehnen sich nach ihrer Kindheit Ruh. Das aber ist nicht da, wonach sie brannten. Und langsam schließen sie sich wieder zu. Und haben lange Tage kalter Kindernächte und viele Tage einer harten Mutterschaft. Die langen Nächte namenloses Wimmern und viele Jahre ohne Kampf und Kraft. Und ganz im Dunkeln stehen die Sterbebetten und langsam sehnen sie sich danach hin und sterben langsam, sterben wie in Ketten und gehen aus wie eine Bettlerin. Wie viele Menschen kennen wir, deren Schicksal so verhängt scheint, pflichttreu, stehend zu dem Gewordenen, unentrinnbar in der Verantwortung und dennoch wie ausgemergelt, ausgezehrt, in permanenter Unterdrückung eigener Wünsche, die nie über die Lippen kommen durften, ein verlorenes Leben, dessen Ende wie im Wartezustand fast vorweggenommen wünschbar wird. Jesus trat in diese Welt, gerade mit solchen Menschen des Unheils zu sprechen. Kommt her zu mir, sagte er, alle, die ihr überfordert und niedergedrückt seid. Ich möchte euer Leben leicht machen. Und er mochte, dass wir Anknüpfung fänden bei uns selber, bei dem, was eigentlich mit uns gemeint ist. Heil zu machen, was zerbrochen ist, war sein Programm im 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums bei seiner Antrittsrede in der Synagoge des Heimatortes Nazareth. Ein Jahr der Freiheit auszurufen. Wie man die Ketten los wird, indem man noch einmal das Leben angreift und aufgreift in einer Mündigkeit, einem Selbstvertrauen, dem Empfinden, nicht verkehrt zu sein, schon von den Anfangstagen her. Auch das legt sich in die Seele so vieler. Ein weniges genügt, dass die Mutter mit dem Kind, das zur Welt kommt, schon aufgrund der Umstände sich schwer tut, etwas anzufangen. Jahre später vielleicht, aber nicht schon jetzt. Nicht an der Seite dieses Mannes womöglich,
nicht mit der Zerrissenheit des Unfertigseins in der eigenen Jugend. Alles ist viel zu früh, alles nicht an rechter Stätte, alles nicht passend hineingelegt ins Leben. Und ein Kind kommt mit all den Widersprüchen zur Welt. Es fühlt sich als Belastung, und das ist es auch für die Mutter, auch für den Vater. Es ist Arbeitslosigkeit, weil ein Betrieb gerade in die Insolvenz gegangen ist und Hunderte von Arbeitern, wie man zu sagen legt, freigesetzt wurden. Darunter auch der Vater eines solchen Kindes. Man muss sparen, es ist kein Geld da. Aber ein offener Mund, der Nahrung braucht. Ein Körper, der Kleidung braucht. Der einfach, dadurch, dass er existiert, immer wieder neue Ansprüche stellt, kann sehr bald lästig werden. Und das Gefühl gräbt sich ein in die Seele eines sensiblen Kindes. Besser wär's womöglich, es existierte gar nicht. Meine Eltern hätten es dann leichter. Ohne mich wäre alles besser. Und man empfindet sich nicht nur als ein lebendiges Unglück, man begreift sich selber als schuldig für die Tatsache, überhaupt zu existieren. In der arabischen Mystik fragt einmal jemand die Gottheit: Sage mir, was ist meine Schuld? Und die Antwort lautet: Deine Schuld ist, dass du da bist. Eine größere gibt es nicht. Man hat die Menschen in den Religionen gelehrt, für die Schuldexistenz ihres Daseins Opfer zu bringen, um es wieder gut zu machen. Die Bibel selber erzählt so: Die Eltern hätten durch eine Gebotsübertretung den Fluch Gottes auf sich geladen, und nun fühlen sie sich als Verstoßene, Verbannte, und ihre Kinder gleichermaßen mit. Es gibt sie, aber besser wär's, es gäbe sie nicht. Und auf allem ruht diese riesige Hypothek: Mach wieder gut, dass du existierst. Ein Kind kann versuchen, später so nützlich seinen Eltern zu werden, als es irgend geht, ihre Verzweiflung zu trösten, ihre Einsamkeit zu überbrücken, Verständnis aufzubringen für Eltern, die derart mit sich beschäftigt waren, dass sie an das Kind womöglich gar nicht denken konnten. Das aber muss die Gedanken der Eltern denken, zu denen diese kaum imstande waren. Eine endlose Überbelastung. Man kommt nicht selber zum Leben, weil man dauernd damit konfrontiert wird, sich die Eintrittskarte ins Dasein mühselig in den Bergwerken der unterirdischen Verzweiflung verdienen zu müssen. Wann dürfte man jemals auftauchen, um ans Licht zu treten? Das sind die Fragen Jesu. Wie entschuldet man die Menschen von ihren Schuldgefühlen? Wie löst man sie von den Opfergedanken, die den Priestern immer wieder in ritueller Verordnung, in den Tempeln zur Verfügung stehen? Nur wenn ihr das Schönste, was ihr habt, schlachtet und auf den Altar legt, wenn ihr euch trennt vom Liebsten, wenn ihr qualvolle Handlungen verrichtet, einer zürnenden Gottheit zur Versöhnung bestimmt, dann vielleicht könnte Vergebung euch werden. Jesus fand, dass diese ganze Opferpraxis Gott nicht eröffnet, sondern verfälscht und seine Güte verleumdet. Wie denn in Wirklichkeit? Solange wir Opfer bringen, zeigen wir nur, dass wir Gott fürchten. Er kommt uns vor immer nur als bedingungsweise gütig, vielleicht zu stimmen, nur wenn wir aufs Äußerste selber uns wehtun, gegen uns selber leben, uns gewissermaßen ins eigene Herz stoßen, die eigenen Wünsche unterdrücken, unsere eigenen Bedürfnisse mit Füßen treten. Wenn wir uns opfern selber in allen Fasern unserer Existenz, dann mag man uns gern. Dann werden wir vielleicht nützlich. Dann schaut der Allmächtige gütig herab auf uns, seine Kinder. Aber solange wir selber leben wollen, suchend nach einem eigenen Glück, steht er wie ein lebendiger Widerspruch, wie eine Flammenwand uns in dem Weg. Jesus wollte, dass wir aufhören, so zu denken. Wenn er uns lehrte, so zu beten: Lieber Vater,
himmlischer Du, alles musst Du uns vergeben, weil Du weißt, dass wir nur Menschen sind. Und wir versprechen Dir hiermit, ganz gleichermaßen, allen anderen alles zu vergeben. Der Mann, der uns so zu beten lehrte, wie Kinder voller Vertrauen ihrem Vater gegenüber, würde nie geglaubt haben, man müsste erst einmal hingehen und blutige Opfer darbringen, um die Gottheit zu versöhnen. Immer geht ja die Angst mit, die dauernde Ambivalenz, die Zwiespältigkeit Gottes selber. Er mag ein Licht sein, aber über uns wirft er den Schatten. Er mag es gut meinen, aber erst müssten wir seiner Güte würdig werden. Und das sah Jesus deutlich. Menschen, die innerlich ohne Heimat sind, bleiben ruhelos, unstet, auf der Flucht vor sich selber, kommen im Grunde kaum bei sich an, es sei denn, man nähme sie bei der Hand, errichtete für sie Asylstätten des Sein-Dürfens statt des Sein-Müssens, schenkte ihnen langsam wachsend das Vertrauen, es muss dich nicht geben, aber du musst auch nichts dafür tun, dass es dich gibt. Du darfst sein. Gott wünscht, dass du bist. Und es war die Aufforderung des Mannes aus Nazareth an einen jeden von uns. Schließen wir irgendetwas an unserer Seite, das wir lieben, in unser Herz? Ist es, wie wenn wir Gott berühren und verstehen würden? Der Mensch, den wir von innen her lieben, begreifen wir als buchstäblich notwendig. Es muss ihn geben. Es wäre für uns die Welt nicht auszudenken und nicht zu ertragen, ohne den Geliebten an unserer Seite. Und plötzlich verstehen wir, dass Gott, der die Liebe selber ist, mochte, dass es diesen einen und einzelnen gibt. Und es ist der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Welt. Nur die Liebe öffnet unser Herz. Nur sie erschließt uns die Augen. Nur sie macht uns verständig und hörsam für das, was wir Gott nennen. Dann durchströmt er unser Herz ohne jeglichen Widerspruch. Und buchstäblich wird es leicht. Statt uns niederdrücken zu lassen von endlosen Belastungen, dürfen wir den Fragen nachgehen schon am Morgen. Und wie plane ich den heutigen Tag? Wie trete ich, beschäftigt von den Aufgaben des Alltags, gleichwohl mit eigenem Entschluss in mein eigenes Leben? Nicht von außen muss ich bestimmt werden, immer angetrieben mit der Peitsche, der Drangsal anderer, ein unendlicher Frondienst, sondern selber darf ich mich fragen, was mit dem, was ich meine Pflichten nenne, ich selber zu tun habe. Wie komme ich vor in den Stunden der Verpflichtungen? Wann darf ich sie selber in eigener Entscheidung begrenzen? Wann darf ich ich selber sein? Beispiele dafür lieferte Jesus zum Beispiel an einem langen Tag, als er müde war, für Menschen da zu sein und die Jünger aufforderte, ihn über den See ans andere Ufer zu fahren. An diesem Abend wurden keine Kranken mehr geheilt, keine Predigten mehr gesprochen, keine Herzen mehr eröffnet. Es erlaubte sich Jesus, vom Andrang der Menge Abschied zu nehmen und Ruhe zu finden für sich selber. Jeder weiß, dass er das braucht, aber darf er das wirklich? Jesus gab sich selbst und gibt uns die Erlaubnis, sein zu dürfen bis in alle Fasern hinein, ausruhen zu dürfen, schlafen zu dürfen, abschalten zu dürfen, Nein sagen zu dürfen, sich mitunter, wenn es zu viel wird, derart mitzuteilen, dass dem anderen deutlich wird, an dieser Stelle, in dieser Weise, in diesem Umfang kann und möchte ich nicht zur Verfügung stehen. Könnte ich vielleicht, aber ich möchte es nicht. Wie schwer fällt es uns, auch nur den eigenen Freunden derlei mitzuteilen. Aber was Jesus mochte, war nicht, dass wir einfach dauernd zur Verfügung stünden, gewissermaßen immer uns über die Erde schleppend und quälend, sondern dass wir mit einer gewissen Leichtigkeit zu uns selber stünden, so etwas lernten wie eine Identität und Übereinstimmung mit uns selber,
eine Authentizität, in dem unsere Entscheidungen von uns selber in Freiheit getragen würden. Nur so gestaltet sich ein sinnvolles Leben. Aber dann bedürften wir eines unbedingten Vertrauens. Wir müssten eine Stimme hören, wie wir sie in der ganzen Natur nicht vernehmen. In der Natur sind wir nichts weiter als Übergangswesen, kurzlebig, zufällig, überflüssig, nicht vermisst, wenn wir verschwinden. Und in der Gesellschaft hören wir eigentlich nur, dass wir uns anstrengen müssen, um irgendeine Leistung zu vollbringen, die in dem Sozialkörper notwendig und erwünscht erscheint. Umsonst gibt es nun mal nichts auf Erden, mein liebes Kind, werden wir schon unseren 8- und 10-Jährigen beibringen. Du musst dich anstrengen. Rein weg. Nur so, parasitär, ist das Leben nicht zu verantworten, nicht erlaubt. Du wirst langsam erwachsen. Nun halt dich dran. Meine Bürde ist leicht, konnte Jesus dagegen sagen. Aber all das wäre nur die Regulation von Stunde zu Stunde und Tag zu Tag. Was er wirklich meinte und was wir im Nachtrag gern als Erlösung in seinem Namen bezeichnen, war ein Freispruch viel tiefer. Wie gehen wir um mit menschlicher Schuld? Die Entdeckung Jesu war, dass Menschen in Angst nicht wirklich gut sein können. Dass Menschen, die mit sich in Widerspruch stehen und zerspalten bleiben, niemals geschlossen zu etwas wirklich Ja sagen können. Und die Halbheit, die Zerrissenheit ihrer eigenen Entschlüsse wird selbst beim Bemühen um das Gute Fallstricke und Widerhaken vermitteln. Es ist nicht möglich anders denn als mit sich identisch, im Vertrauen auf eine unbedingte Güte zu lernen, was Gutsein bedeutet, unabhängig davon, nur geboten, mit Gesetzen, Vorschriften, Bestimmungen und entsprechend der Schwere der Anordnungen, zugleich versehen mit der Schwere angedrohter Strafen, werden Menschen vielleicht knechtig und gefügig, aber niemals von innen her gütig. Und wollen sie das, was wir das Böse nennen, wirklich? Menschen geraten vom Weg ab. Dann sind sie in der Sprache der Psychologen deviant, irgendwie schräg, abartig. Aber ist mit solchen Urteilen jemandem geholfen? Wer geht denen nach, die sich verirren, deren Herz sich verwirrt? Wer geht sie suchen, bis er sie findet? Das beschreibt Jesus in einem eigenen Gleichnis, um sich zu rechtfertigen vor dem Vorwurf, dass er zu gütig ist. Zu milde, zu viel Verständnis hat mit all den Abweichlern, mit den Verkehrten und Verkommenen. Jesus beharrt darauf. Es ist so einfach, dazustehen und Menschen zu beurteilen und zu verurteilen. Es kostet überhaupt nichts. Ihr müsst nur die Finger ausstrecken und auf den anderen zeigen. Bäh, da, pfui. Und die Fäuste ballen drauf und entsprechend verordnen. Dass Menschen das Gute tun, muss man nicht belohnen, das ist unter anständigen Leuten selbstverständlich, aber wer das Böse tut, gehört bestraft, das steht im Gesetz. Und je ärger das ist, was jemand tut, wird es in der Zeitung stehen, mit der entsprechenden Überschrift. Strengere Gesetze, strengere Strafen. Und was soll aus den Menschen werden, die wir einfach wegsperren, ausstoßen, die wir bei lebendigem Leibe mehr oder minder in der Sphäre des Asozialen dafür bestrafen, dass sie asozial sind, führt das einen Menschen zur Menschlichkeit, dass man Kontakte absperrt, Begegnungen untersagt, Einsamkeit auferlegt, damit er nachdenkt, was er gemacht hat? Menschen, die das tun, was wir böse nennen, brauchen mehr denn je Hilfe. Sie schreien in dem, was sie tun, nach einer Liebe, die so wie nötig nie empfangen wurde. Aber das ist der Gedanke Jesu. Menschen können die Unwahrheit sagen und lügen, aber dann kann man dahinter
herausspüren, wie viel Angst sie haben vor dem Urteil des anderen, vor der Wahrheit in sich selber, vor dem Schamgefühl, das aufbricht, nicht richtig zu sein, vor dem Versteckspiel unter den kritischen Augen der anderen. Jemand, der sich als ein Antichrist verstand, hat womöglich diese Seite Jesu am allerbesten begriffen. Friedrich Nietzsche. Er kann wirklich so sagen: Mich ekelt eure kalte Gerechtigkeit. Die Göttin der Gerechtigkeit hat man seit dem 16. Jahrhundert dargestellt mit verbundenen Augen. Die soll die Menschen nicht sehen, sie soll auf der Waage ihre Taten wiegen und mit dem Schwerte dreinschlagen nach entsprechendem gerechten Urteil. Nietzsche aber schreibt: So erfindet mir doch eine Gerechtigkeit mit den sehenden Augen der Liebe. So erfindet mir eine Liebe, die nicht nur die Schuld, sondern auch die Strafe erträgt. Das wäre Suchen nach dem Verlorenen. Es wäre ganz und gar im Sinne Jesu. Allerdings, es wäre an zwei Stellen bereits eine leise, unüberhörbare und in gewissem Sinn gefährliche Revolution gegenüber dem Gewohnten. Wenn wir keine Opfer mehr darbringen müssen, weil wir im Gottvertrauen denken mögen, Gott braucht all das nicht, er vergibt uns wie eine Mutter ihrem Kind. Im Verstehen dessen, was uns in die Schuld getrieben hat, werden überflüssig die Priester. Ihr Tempel ließe sich schließen. Die Gelder, die da fließen aus der jüdischen Diaspora in das Zentralheiligtum in Jerusalem, kämen zum Versiegen. Die ganze Beamtenschaft der Sadduzäer wäre nicht nur überflüssig, sie wäre entlarvt als hinderlich und verderblich für die Menschen. Kinder, die nach Vertrauen suchen, werden von Priestern belehrt, dass sie nie gut genug sind, sich Gott zuzumuten, es sei denn unter Auflagen. Und dafür stehen sie. Wie opfert man richtig? Mit den richtigen Ritualen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort? Das alles entfremdet die Menschen in der Angst. Das macht sie nur noch scheuer. Ein reines Vertrauen enthebt sich der Priester und sie würden arbeitslos. Dagegen steht auf die gesamte sadduzäische Priesterschaft in Jerusalem. Spätestens als er mit dem Einzug in Jerusalem, gerade gestern am Palmsonntag, konnten wir es begehen, im Tempel sich ansieht, wie man mit der Angst vor Gott Geld eintreibt, Schacher treibt. Denn wer Opfer darbringen muss, muss ein Opfertier bezahlen. Er muss an den Wechseltäschen das normale römische Geld eintauschen in koscheres Tempelgeld. Auch dafür muss er bezahlen. Er muss die Priester bezahlen, damit sie das Opfer darbringen. Ständig muss er Geld bezahlen und man verdient an der Angst vor Gott, als Jesus sich das ansieht. Nimmt er nach dem Johannesevangelium schon im zweiten Kapitel programmatisch die Peitsche und treibt sie auseinander. Reinigt den Tempel, wie man sagt, von der Angst vor Gott. Das freilich macht das Maß voll. Nimmt man den Menschen die Angst, richtet man sie auf zum Vertrauen, legt man ihre Hände und ihr Herz in die unsichtbare Hand Gottes, aus der wir kommen, ist alle Vermittlung überflüssig. Umgekehrt, da wo ein Mensch einen anderen wirklich lieb hat und lieb gewinnt, wo sein Vertrauen sich berührt mit dem Herzen des anderen, da wird eine Brücke geschlagen zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Erde und Himmel, zwischen Mensch und Gott. Das wäre ein priesterlicher Dienst, Vertrauen zu schaffen, durch Güte den Menschen. Die Flucht vor sich selber, die Flucht in der Angst, langsam aus der Seele zu streicheln, sie so zu umarmen, dass sie sich geborgen fühlen könnten. Nicht einfach in den Händen eines anderen Menschen nur, der aber mit seiner Liebe öffnet die Wände der Welt und lässt hineinscheinen das Licht, das von draußen hereinfällt und von Gott selber den Abgrund der Welt durchleuchtet. Sonst bliebe unser ganzes Leben ein langer Gang durchs Dunkel. Es öffnet sich erst,
im Frührot des Sonnenaufgangs, im Lichte der Liebe der Ewigkeit Gottes. Davon war Jesus vollkommen überzeugt. Er aber hat gegen sich den heiligen Stand der Priester. Mehr noch angedeutet, aber umso ärger, den gelehrten Stand der Tora-Juristen, der Schriftgelehrten. 613 Gesetze sind von Moses erlassen. Und wie hält er es damit? 2000 Zusatzkommentargesetze aus der mündlichen Tradition stehen den Pharisäern zur Verfügung. Jedes Detail ist da festgelegt. Es gibt Gut und Böse, es gibt Richtig und Falsch, es gibt Koscher und Unrein. Und was macht er da draus? Der Mann aus Nazareth, der Verkünder einer göttlichen Liebe ohne Grenzen? Er lädt sie alle ein. Die ganze Mischpoke in Galiläa, Zöllner, die mit den Römern kooperieren und schon deshalb permanent unrein sind. Huren, kommen zu ihm, und er stößt sie nicht weg. Er verheißt ihnen die Güte Gottes, weil sie lieben. Unerhörter Skandal. Leute, die an der Zollstätte Geld einnehmen für die Römer, er lädt sie ein. Einer ist sogar unter seinen Jüngern, Matthäus mit Namen, der immer wieder zweimal in seinem Evangelium wird sagen, so geht doch hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Es ist, wie wenn der erste Evangelist diesen Kern der Botschaft Jesu sich selber gar nicht oft genug sagen könnte, wie eine Beschwörung. Wir könnten es genauer noch sagen, Jesus schafft das ganze bürgerliche Prinzip ab, das darin besteht, mit Lohn und Strafe von außen her das Herz des Menschen zu regulieren. Gewissermaßen, wie wenn wir in einem Labor ein Tier trainieren und dressieren würden mit Elektroschocks, die es immer wieder assoziieren lassen, dass es bei abweichendem Verhalten bestraft wird. Wir können lernen, aus lauter Angst nach außen hin keines der Satzungen, die gegeben werden, zu übertreten. Aber dann hätten wir aufgehört, selber zu existieren, selber zu leben, in Freiheit, mündig zu werden. Wir blieben endlose Sklaven bis ins Innerste unserer Seele. Jesus wollte damit aufhören. Er wollte nicht, dass wir über Menschen zensierend herfahren, gewissermaßen ständig besserwisserisch. Wir sind die Guten, wir kennen uns aus, wir wissen, wo es lang geht. Und wenn du das nicht tust, sagen wir es dir. Mein lieber Sohn, jetzt höre zu. Ich bin ein Stückel älter und ich kenne das Leben und so ist es. Und wenn du anders handelst, was dann? Bist du nicht mein Sohn? Setzt du deine Füße unter meinen Tisch? Herrscht mein Wort? Wenn sie herrschen wollen, urteilen wollen, aussondern wollen, sich gut in die Brust werfen wollen als Prachtexemplar und Musterausgabe des Richtigen, mögen sie dabei bleiben. Wenn sie ernsthaft sich interessieren für die Not von Menschen, wenn es ihnen ans Herz geht, wie andere leiden, wenn sie ihnen helfen wollen, müssen sie konsequenterweise darauf verzichten. Dann zerbricht diese Gleichung Lohn und Strafe für Verdienst und Vergehen. Dann gibt es nur noch ein Verstehen im Hintergrund dessen, was sich ereignet. Wir durchstoßen die Wand der Oberflächlichkeit und interessieren uns für das, was im Herzen von Menschen vor sich geht. Die ganze Psychotherapie, wie wir sie heute nennen, am Ende des 20., Anfang 21. Jahrhunderts, besteht im Grunde in dieser Regel: nicht bewerten, nicht beurteilen, nicht verurteilen, nicht monieren, nicht drangsalieren, nicht schikanieren, akzeptieren, verstehen. Sehen aus der Perspektive des anderen, sich versetzen empathisch an die Stelle, wo er sich befindet, und dann noch einmal alles rekonstruieren, womöglich die ganze Biografie, alles, was wurde. Erst dann kann man zeigen, wie die Belastungen aus Kindertagen heute langsam durch Nachdenken, durch neue Entscheidungen, durch neue Übungen sich verringern und irgendwann sogar sich gänzlich auflösen, in die Träume absinken und irgendwann gänzlich verschwinden. Es setzt aber die gesamte bürgerliche Rechtsordnung mit den Begriffen der Gerechtigkeit außer Kraft. Und das ist der Punkt, den man Jesus am meisten zum Vorwurf machen wird. Man hasst seine Güte,
seine Liberalität, sein grenzenloses Vertrauen, seine Weigerung, Menschen verloren zu geben, seine Unfähigkeit daran zu glauben, ein Mensch, der Böses tut, will böse sein, ist böse. Überhaupt gar nicht. Wollte denn kein Abel seinen Bruder ermorden? Er wollte von Gott akzeptiert sein. Er brachte das Beste auf dem Altar dar, was ihm zur Verfügung stand. Er musste aber glauben, dass Gott ihn nicht wirklich anerkennt. Und der Grund dafür war, dass jemand anderes, sein eigener Bruder, da ist. Der steht besser im Licht. Der macht Karriere. Der findet Ansehen. Auf dem ruht das Wohlgefallen und der Applaus aller anderen. Nicht aber auf Kain. Unter solchen Voraussetzungen staut sich eine verzweifelte Wut, ein ohnmächtiges Aufbegehren. Und das müsste man sehen. An der Stelle nutzt es nicht, so zu reden, wie die Bibel Gott selber an dieser Stelle reden lässt. Kain, das Böse, wie ein Lagerer am Eingang des Herzens. Du aber beherrsche es. Das versuchen Menschen immer wieder. Aber es macht nur im Kessel den Druck noch höher, weil es keine Ventile gibt, kein Ausweichen. Im Gegenteil, bis zur Explosion staut es sich auf. Und das ist die erste Geschichte jenseits von Eden, von der die Bibel erzählt, Jesus kannte sie seit Kindertagen. Wie geht man denen nach, die womöglich sogar zum Mördern werden, auf der Suche nach einer Liebe, die so wie nötig nur nie gefunden wurde? Stellen Sie sich vor, Sie reden mit Häftlingen, die man zu 15 Jahren verurteilt hat. Lebenslänglich heißt das auf Deutsch. Was könnten Sie ihnen erzählen? Wie viel Vertrauen müssten Sie erst einmal wecken, dass dem anderen sich das Herz und der Mund öffnet, sich in annähernder Ehrlichkeit langsam mitzuteilen? Viel Zeit benötigt das, aber die nahm Jesus sich. Er ging den Menschen nach, wie der Hirt dem verlorenen 100. Schaf. Wenn es so steht, ist es ein Schlag gegen die überkommende Ordnung, die sich in staatlicher Absicht verwaltet. Vom Keilschriftrecht, 5000 Jahre vor unseren jetzigen Zeiten, bis in die Gegenwart hinein. Lohn und Strafe, richtig und falsch sind die Begriffe, mit der wir immer wieder operieren. Und mehr noch, wir setzen voraus, dass Menschen frei sind in ihren Handlungen. Auch das sah Jesus viel tiefer. Menschen in Angst können überhaupt nicht frei sein. Sie haben keine Wahlentscheidung. Menschen, die unter schlimmen Druck der inneren Zerspaltenheit treten, können nicht zwischen Gut und Böse wählen. Sie werden in eine Richtung gedrängt, die sie womöglich gar nicht wollen. Aber genau dahin kommen sie. Und die Aufgabe wäre, man müsste im Hintergrund von allem, was geschehen ist, heraussuchen, was eigentlich gewollt war. All das ist ein Flehen um eine verlorene Liebe. Und das sogenannte Böse wäre nicht wegzustrafen, nicht abzuurteilen. Es müsste buchstäblich erlöst werden, indem es sich überliebt, in der Intensität der Begegnung. Es mag merkwürdig klingen, wenn wir es vergleichen mit unserem gewöhnlichen bürgerlichen Alltag. Tatsächlich weiß dies jeder Vater und jede Mutter. Ihr Kind macht wirklich etwas Schlimmes, handelt mit Drogen auf dem Pausenhof, wird angeliefert von der Polizei morgen Nachmittag um 16 Uhr. Natürlich ist das alles falsch, was ihr Mädchen, was ihr Junge tut, aber Sie als Vater oder Mutter werden es nicht verstoßen, Ihr eigenes Kind. Sie werden sich fragen, was ist denn da gewesen? Warum konnte meine Tochter, mein Junge mit mir nicht mehr reden? In welcher Not war er, ohne dass ich es gemerkt hätte? Was ist mit mir selber los, dass ich aufgehört habe, mein eigenes Kind zu verstehen? Was ist mit mir und meinem Mann? Welch eine Zerrissenheit hat sich eingegraben in die Seele meines eigenen Kindes? Mit anderen Worten, das, was der andere falsch macht, ist das, was uns selber in Frage stellt und uns auffordert, nochmal ganz von vorne zu beginnen. Wir sprechen nicht schuldig, wir wachsen zusammen. So ist das zwischen Eltern und ihren Kindern.
Und Jesus meinte, wir müssen das nicht beschränken auf den Egoismus einer Privatfamilie. Unter den Augen Gottes sind wir allesamt eine einzige Familie, zusammengehörig wie Vater und Mutter und Geschwister. Allesamt ohne Grenzen, ohne Schranken. Wie Jesus am Anfang der Bergpredigt einmal sagt, Gott lässt es regnen über Gute und Böse und die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, über alle Menschen, ohne Unterschied. Über diejenigen, die wir böse nennen, vielleicht noch mehr, weil sie es umso nötiger haben. Sie fügen Leid zu, weil sie an sich selber leiden. In diesen Gedanken könnten wir formulieren, was wir Erlösung nennen, Freispruch nennen, eine Güte, die die Schatten in unserem Herzen überwindet, indem die Sonne des Vertrauens aufgeht. Genau dafür aber verfolgte man Jesus und trieb ihn so weit in die Enge, dass sich die Stricke zusammenschlossen. Man wollte ihn töten. Das Markus-Evangelium ist noch keine 3 Kapitel alt, da schwärmen sie aus von Jerusalem, um ihn zu verhören. Und ihr Urteil ist schon festgelegt. 2 Varianten sind, wenn sie der heiligen Ordnung widersprechen. Entweder er ist verrückt, er rast, er ist von Sinn, er ist Psycho, oder er ist vom Teufel. Er redet von Gott, aber meint genau das Gegenteil. Er ist ein Falschprophet, ein Lügenprophet. Er pervertiert die ganze Ordnung, die Gott am Sinai gegeben hat. Der letzte Vorwurf ist noch viel schlimmer, weil jemand, der solcher Weise von Gott redet, das Gesetz im Ganzen als äußere Ordnung in Frage stellt. Und darauf steht allemal die Todesstrafe. Wenn er nur verrückt wäre, könnte er überleben, irgendwo, in einem geschützten, beobachteten Raum. Aber wenn er es ernst meint und glaubt dabei, Gott zu vertreten unter den Menschen und sie zu befreien, gibt es keine andere Wahl, als ihn über kurz oder lang aus dem Verkehr zu ziehen und hinrichten zu lassen. Jesus weiß, dass das so ist und dass es sich zusammenbraut. Und nun sind wir dabei, unser Thema zwischen Palmsonntag und Ostern aufzugreifen. Den Gedanken von Khalil Gibran oder Immanuel Kant, was darf ich hoffen? Woran kann ich mich festhalten angesichts der drohenden Gefahr? Gäbe es nicht die Perspektive auf Gottes Ewigkeit, nicht das Vertrauen in die Unsterblichkeit, mit der unser Leben in den Händen Gottes behütet bleibt, müsste man aus lauter Angst sich zurückziehen, Kompromisse schließen, klein beigeben, irgendwie sich ducken unter dem Urteil aller anderen. Alle anderen, die Priester, die Schriftgelehrten, die Vorgesetzten, die tradierten Autoritäten, können doch nicht Unrecht haben. Vor diesem einen, der die Menschen voller Angst findet und davon befreien möchte. Das war nie das Problem des Moses, als er seine Gesetze am Sinai verkündete. 2. Buch Moses, Kapitel 20, rückte das Volk in einen Sicherheitsabstand vom Berg und unter Wolken dreuen und Blitze donnern, predigte Gott seine Gebote. Angst war da gewissermaßen die Bedingung, in den Stein die Gesetze einzumeißeln, wie in das Herz der Menschen. Es ist genau das gegenteilige Programm, dass Gott leise redet und gütig spricht, von Vergebung jenseits der Strafe, ein Gedanke des Jeremia, den Jesus aufgreift als Kern seiner gesamten Botschaft. Aber wie jetzt leben? Im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums wird erzählt, wie das Abendmahl eingesetzt wird. Die Jünger diskutieren, als hätten sie auf Jesus kaum gehört, darüber, wer von ihnen der Größte sei. Und Jesus meint, die Frage ist schon falsch. Wer einem anderen hilft und in seiner Not ihm zur Seite steht, wer sich tiefer noch beugt als derjenige, der an den Boden gedrückt ist, wer sich dienstbar macht im Abarbeiten fremder Mühsal, der ist als ein wirklich Großer zu bezeichnen.
die auf dem Thron sitzen, die herrschen wollen, die Wichtigtuer, mögen herabregieren von oben nach unten und sich dafür sogar noch als Wohltäter bezeichnen. Aber ihre Größe ist klein zu nennen. Alles, was sie im Geschichtsunterricht je gelernt haben, schreibt sich um nach diesem Maßstab Jesu. Nichts mehr stimmt von dem uns Vertrauten. Das Große ist klein zu nennen und das Kleine groß. Die wenigen Dinge, die wir füreinander tun, das Bemühen auch nur um einen einzigen Menschen, der sich uns anvertraut, ist unendlich viel mehr wert als eine gewonnene Schlacht an der Westfront oder ein neuer Krieg in Syrien oder Libyen. Das alles ist ein maßloser, unmenschlicher Wahn. Aber die sogenannten kleinen Dinge verändern die Welt. Das sind die letzten Worte Jesu noch vor der Einsetzung des sogenannten Abendmahls, indem er uns mitteilt, seine Worte, seine Art zu leben. Die Nähe seiner Person ist für uns wie tägliches Brot, wie der Wein einer Freude und eine Nahrung, die wir benötigen. Moses führte sein Volk im Manna-Regen durch die Wüste, täglich sammelnd von der Hand in den Mund, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Jesus meint, dass das Zeichen des Brots aus seiner Hand, das er selber ist, uns aufhilft, nie zu ermatten und vor allem den Tod nicht länger zu fürchten. Alles zieht sich zusammen in der Stunde von Gethsemane. Jenseits des Abendmahlsaals begibt sich Jesus über den Bach Kidron an den Ölberg, um dort zu beten. Und er fleht und er ringt: Vater, lass den Kelch des Leids, der auf mich zukommt, an mir vorübergehen. Er muss gewusst haben, was passiert, wie man strafen wird. Juden dürfen nicht töten, aber sie können zur Hinrichtung jemanden den Römern übergeben. Und sie werden dafür eine famose Formel haben. Er redet von Gott, das versteht kein Römer. Aber er behauptet, im Namen Gottes, Zentrum einer neuen Gesetzgebung zu sein. Wir Juden nennen das den Messias. Wir nennen das den König. Das werden sie den Römern sagen. Er hat sich zum König erklärt. Und hört das ein Römer? Da macht jemand in der Provinz sich selber zum König. Ist er ein Hochverräter, dann wird er augenblicks gekreuzigt werden. Jesus weiß, was das bedeutet. Eine solche Hinrichtung ist nicht nur ein Schauprozess. Man peitscht jemanden aus, dass er nackt und blutüberströmt durch die Gassen getrieben wird, mit einem Schild um den Hals, auf dem die Schuld angeschrieben steht: König der Juden. Das sollen sie alle sehen und ausbrechen in ein Hohngelächter, auf ihn spucken, auf ihn fluchen, gemeinsam mit den Leuten, die die Macht haben. Auszustoßen ist er. Wollte er Menschen erlösen? Das war sein Hochmut, seine Dämonie, seine Verkehrtheit in allem, seine unfromme Teufelsnähe. Das wird die Menge sagen. Und was Jesus vor Augen hat, ist ein Unerhörtes. Was sagen die anderen über einen Menschen? Diese Frage ist für uns alle so überaus wichtig. Die Tochter Sigmund Freuds, Anna Freud, hat mal gemeint, die meisten Menschen seien nicht nur eigentlich zur Güte, sondern überhaupt auch zur Moral kaum fähig. Denn dazu gehörte ja Freiheit, Eigenständigkeit, Persönlichkeit, Authentizität. Die meisten nennten Moral lediglich ihre soziale Angst. Man könnte ins Gerede kommen, man würde übel beleumundet. Die anderen zeigten auf jemanden. Sie setzten irgendetwas in die Zeitung, ob bestimmt oder nicht, aber es ist negativ und dann hat es seine Wirkung. Wenn das droht, beginnt man sich zu fürchten. Und wenn in den Händen der Verleumder oder Missverstehenden auch noch die militärische und justiziable Macht konzentriert ist, gibt es eigentlich kaum einen drinnen.
Außer man kriecht zu Kreuze, um nicht gekreuzigt zu werden. Man gibt klein bei. Man erklärt das alles für einen Irrtum und fleht um Verzeihung. So war es ja nicht gemeint. Nein, eigentlich war es nur eine akustische Grille. Wir nehmen alles das zurück. Nein, Gott ist so, wie ihr ihn immer gelehrt habt. Habt doch Angst vor Gott. Das verdient ihr. Aus lauter Angst vor den Menschen kriechen wir zurück in die gerade überwundene Angst vor Gott. Das ist der Punkt, an dem Jesus nicht zurückweichen darf, um unseretwegen. Sie haben womöglich im Religionsunterricht oder von den Kanzeln gelehrt bekommen, dass Jesus sterben musste am Kreuz, weil Gott es so wollte. Es war sein endgültiges, letztes Opfer, um seiner Gerechtigkeit zu dienen. Ein Unschuldiger musste sterben für die Schuld aller anderen. So wird es gesagt, indem man das priesterliche Denken aus dem Alten Testament auf die Person Jesu überträgt. Immer wieder erlebe ich, dass Menschen es nicht verstehen und darunter sogar leiden. Was soll denn das für ein Gott sein, der ein solches Urteil spricht? Der einen Menschen wie Jesus in den Tod treibt und das auch noch will, ihm Gehorsam verlangt? Dass Gott es so wollte, kann man irgendwie sagen, nur mit einer ganz anderen Richtung. Wir müssen den Wegweiser um 180 Grad in die Gegenrichtung drehen und zu verstehen, was da draufsteht. Gott wollte, dass von ihm endlich so die Rede ist, wie er wirklich ist. Im Johannesevangelium wird es heißen, es ist ein Zeugnis in der Wahrheit. In der Unverborgenheit des Wesens Gottes als einer reinen Güte. Das möchte Gott, das will Gott. Dem gehorcht Jesus, ganz von innen, mit Leib und Seele. Aber dann zeigt sich, dass das, was Gott will, auf den Widerspruch all dessen trifft, was Menschen in Angst vor Gott in allen Religionen der Welt sich zu eigen gemacht haben. Äußeres Rechtverhalten und Opferpraxis in Ritualmagie. Dann wäre Sicherheit im bürgerlichen Sinn gewonnen. Wir machten alles nur so, wie es alle machten. Wir duldeten keine Ausnahmen. Wir wären so, wie immer alle zu sein haben. Also gäbe es keinen Fehler, brauchten wir kein Schuldgefühl. Nur wir lebten überhaupt nicht selber. Und wir würden auch mit den anderen genauso ungütig umgehen und unfrei wie mit uns. Zwischen uns und den anderen steht keine menschliche Beziehung, wenn es so bleibt, sondern das Tableau der Gesetze. Da sehen wir ihn handeln, jetzt messen wir den Abstand. Was hat er getan? Was steht im Gesetz? Und was steht da drauf, wenn er abweicht vom Gesetz? Das wissen wir, das müssen wir exekutieren. Deswegen sind wir gute Menschen, deshalb stehen wir auf der Seite des Guten. Deshalb sind wir die Gerechten und wir verlangen der Staat und Kirche die Gerechtigkeit Gottes und der irdischen Macht endgültig aussprechen. Alles hat da seine Ordnung. Aber es gilt nicht, es gibt kein Verstehen, keine Begleitung, keine Güte, kein Überleben dessen, was sich vertan hat und verirrt hat. Jesus kann nicht anders. Er muss, wenn er Gott so versteht, dass wir befreit würden von der Angst, dabei bleiben. Es gibt kein Zurück. Das mag man Jesu Gehorsam zu Gott nennen. Gott aber will nicht seinen Tod. Das wollen wir, die Menschen, die wir uns so schwer tun, frei zu sein. Oh, wir hören das so gerne. Freiheit, ein großes Gut, unsere westliche Demokratie, Freiheit, Marktgesetze, Freiheit. Wunderbar. Was wir kaum sehen, ist die Tragödie der Unfreiheit in den Seelen der Menschen. Die Menschen sind nicht frei, sie können es nur langsam werden durch Einsicht, Güte, Reifen und Geduld zu sich selber. Und das kann lange dauern. Freiheit muss erworben werden. Sie fällt nicht vom Himmel. Und wenn sie dann käme, hätten wir genau diese Angst. Die allergrößte, meinte Søren Kierkegaard einmal, ist, dass du ein Einzelner bist. Das bedeutet, du stehst mit einer absolut einzigen Verantwortung vor Gott. Plötzlich hat es keinen Sinn mehr zu sagen, ich habe gehandelt auf Befehl. Befehl ist Befehl, jeder Soldat würde das sagen. Aber du kannst es nicht sagen. Du kommst damit bei Gott nicht durch. Du bist für dich zuständig, ganz allein für dich. Und dann kann es sein, dass du in deiner Person
etwas zum Schwingen bringst, das nur in dir Gestalt und Leben zu gewinnen vermag. Darauf darfst du nicht verzichten, indem du ein allgemeines Individuum im Schatten von Gesetz und Ethik wirst. Religion ist, dass du selber unmittelbar dich zu Gott verhältst. Davor hatte Jesus keine Angst, aber vor den Folgen offenbar am Ölberg unbedingt. Das Johannes-Evangelium zeigt uns diese Szene nicht in der Art. Lukas aber meint, es sei ein Kampf gewesen bis ins Herz hinein. Die Todesart der Hinrichtung, die Kreuzigung, ist nicht nur ein langer Leidensweg durch die Gassen von Jerusalem, ist eine langsame, mühevolle Qual. Die dort Aufgehängten und Angenagelten sollen sich verröcheln, langsam, bis dass sie keine Luft mehr bekommen, und das soll Stunden dauern. Und die Menschen sollen zuschauen. Ein grausiges Spektakel voller Sadismen, zur Belustigung aber der immer richtigen, immer guten und herangelassen eine sadistisch trainierte Soldateska, der auf Befehl alles tut, was man ihr sagt, ohne Skrupel, ohne Bedauern. Befehl ist für einen ordentlichen Soldaten Befehl. Sie kennen Jesus überhaupt nicht, aber wenn sie ihn ermorden sollen, bitteschön, werden sie das tun, auf die grausigste Art, damit alle abgeschränkt werden. Wovon weiß man nicht genau, aber ganz sicher nicht so zu denken wie diese. Was bleibt dann? Das wird die Frage Jesu sein. Um noch einmal Rilke zu zitieren, er hat in einem eigenen Gedicht über diese Stunde am Ölberg nachgedacht. Es ist eine Stunde, die, wenn sie ohne die Perspektive auf Gottes Ewigkeit und die Befreiung vom dunklen Schatten des Todes wäre, tatsächlich sich so anfühlen müsste, in vollkommener Aussichtslosigkeit, wie Rilke sie auch schildert. Er ging hinauf im Ölgelände. Ganz grau, bedeckt mit Staub, und legte seine Hände in staubig sein. Nach allem dies, und dieses ist der Schluss, jetzt muss ich gehen, wo die Augen mir erblinden. Warum denn willst du, dass ich sagen muss, du bist und kann dich selber nicht mehr finden? Ich finde dich nicht mehr in mir. Nein, ich finde dich nicht in dem anderen, nicht in dem Stein. Ich finde dich nicht mehr. Ich bin ganz allein. Ich bin allein mit aller Menschen Gram, die ich mit dir zu lindern unternahm, der du nicht bist. O namenlose Scham! Später erzählt man, dass ein Engel kam. Warum ein Engel? Nein, es kam die Nacht und blätterte gleichgültig in den Bäumen. Die Jünger regten sich in ihren Träumen. Es kam kein Engel. Nein, es kam die Nacht. Die Nacht, die kam, war keine ungemeine. So gehen Hunderte vorbei. Da schlafen Hunde und da liegen Steine. Ach, eine Traurige. Ach, irgendeine, die wartet, dass es wieder Morgen sei. Denn Nächte werden nicht um solche Beter groß. Die sich Verlierenden lässt alles los. Und sie sind ausgeschlossen von den Müttern und ausgestoßen aus der Väter Schoß. Wenn es so wäre, hätte Jesus mit Sicherheit die Flucht angetreten aus dem Ölberggarten, um den Häschern zu entrinnen. So war es nicht, sondern die Legende des Lukas erzählt, was tatsächlich sich begab. Gott schickte einen Engel mit einem Becher, doch nicht, um das Leid an ihm vorübergehen zu lassen, sondern um ihn zu stärken. Wie viele Gebete sind, die sie zum Himmel richten, notvoll?
flehentlich, unbedingt hoffend. Und dann werden sie merken, dass Gott nicht die äußere Wirklichkeit verändert, so wie wir sie zu brauchen meinen, sondern dass er uns hilft, durchzustehen, standzuhalten, uns nicht selber zu verraten, uns wieder zu entdecken in einem Vertrauen, das jenseits der Angst sich selber treu bleibt. Das ist die Wahrheit des Ölbeichgartens. Jesus erhebt sich, als sie kommen, tritt ihnen entgegen, bittet die Jünger zu verschonen und liefert sich den Häschern aus. Was auf dem Spiel steht, hat noch einmal Lukas im 23. Kapitel bei der Kreuzigung erzählt. Die ersten drei Evangelien lassen Jesus sterben mit den Worten des 22. Psalms: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas spricht anders. 23. Kapitel, 46. Vers, um genau zu sein, fürs Nachlesen. So habe Jesus gesprochen nach dem 31. Psalm und hinzugefügt: Lieber Vater, jetzt in deine Hände gebe ich mich ganz. Sie haben vor sich stehen die Dunkelheit des Urteils aller. Da stehen zum letzten Mal die hohen Priester mit den Schriftrollen in den Händen, sich darauf berufen, dass sie im Namen Gottes Recht haben. Im Namen Gottes gehört Jesus verflucht und verdammt ist, was am Holz hängt, da gehört er hin. Man hat es geschafft. Und die Priester stehen da. Sie werden ihren Job verteidigen, ihre heiligen Rituale, ihre sakrosankten magischen Formeln und die Menschen weiter einschüchtern, damit die Religion so bleibt, wie sie überall und immer war. Die Ruhestörung ist besiegt. Und die Soldaten stehen da und werden pflichtgemäß tun, was sie gelernt haben. Befehlsverweigerung ist selber eine Straftat. Sie haben mit Jesus gar nichts im Sinn, aber wir werden ihn so grausig quälen, dass es Eindruck macht, dass es ein Schauspiel ist. In ähnlicher Zeit wird man die Hinrichtung im Circus Maximus in Rom vornehmen, vor einem tausenden Publikum, das johlend und grohlend sich weidet am Leid der Gequälten. Es ist schon nicht mehr wichtig, schuldig oder unschuldig. Wenn nur der Spektakel weitergeht, wie im deutschen Fernsehen, je schlimmer, je blutrünstiger, desto mehr Einschaltquoten. Magisch strömt man in den Circus Maximus, um Kreuzigungen zu sehen. Was ist das für eine Menschheit? Ich glaube, diese Frage ist in der Seele Jesu viel ärger noch. Lohnt sich das für die Menschen, wenn sie doch so sind? In meinen Augen ist das das erschütterndste Wort von den sieben Worten, die in den Evangelien aus dem Munde des sterbenden Jesus überliefert werden. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie meinen es in ihren eigenen verängsteten Perversionen offenbar gut. Sie glauben, dir einen Dienst zu tun. Vergib ihnen. Es ist das Ende des Lebens Jesu, der Segen, der sich über alles breitet, aber nur möglich in einer Zuversicht, die die engen Wände der irdischen Existenz sprengt. Was wird bleiben? Wenn Jesus sagt, ich gebe mich in deine Hände, ist das ungefähr so viel, wie wenn er sagen wollte, ich habe getan, lieber Vater, was ich konnte, dich und deine Güte unter den Menschen glaubwürdig zu vermitteln. Durch heilende Handlungen erfahrbar zu machen, wohltuend wirksam werden zu lassen. Mehr war in meinen Tagen mit meinen Möglichkeiten nicht gegeben. Was jetzt wird, steht einzig bei dir und musst du wissen, wie sie urteilen, die Leute. Mag in der Geschichte sich ereignen, wie es will. Ich gebe mich mit dem, was ich bin und ich war, in deine Hände, um dort zu bleiben. Es ist die Relativierung aller äußeren Urteile und Verurteilungen. Es gilt weder das Lob noch der Tadel, noch die Verleumdung noch die Verfluchung. Es gilt einzig das Vertrauen in Gott, der größer ist als unser Tod. Da beginnen wir wirklich zu leben.
ist ein Moment, den Sie bei Sokrates 399 vor Christus im Staatsgefängnis von Athen einmal nachvollziehen können. Vor den Richtern, die Sokrates zu Tode verurteilen durch den Giftbecher, sagt in der Apologie Sokrates den Anklägern wie den Verurteilenden: Hier nun trennen sich unsere Wege. Ihr kehrt zurück ins Leben, ich gehe hin in den Tod. Wer aber von uns beiden den besseren Weg gewählt, das weiß allein Gott. Das ist in ruhiger Weise diese Sicherheit, die gründet in einem Vertrauen auf Gott und die dann zum Selbstvertrauen in der eigenen Existenz wird. Man kann uns nichts mehr nehmen. Eigentlich wusste Jesus das immer, uns gehört gar nichts. Auch der Tod wird uns nichts rauben, keine Titel, keine Ehren, keine Gelder, kein Ansehen. All das Wesentliche ist verankert in Gott und was dort steht, ist die Entscheidung über alles. Er ist der einzige wahre Richter. So hoffte Sokrates. Die Richter von Athen wissen selber nicht, was sie tun. Aber drüben, in der anderen Welt, wird er den wahrhaft Weisen, Minos, Rhadamanthys und wie immer die Mythen sie nennen, begegnen. Und die werden ein wahres Urteil sprechen. Was geschieht in unserem Tode? Ist eine Frage, die sich immer wieder stellt und die in der alten Theologie mit viel Angst erneut aufgeladen wird. Der Richter wird dann kommen. So hören Sie es in der Gretchen-Tragödie in Goethes Faust. Selber singt man in der Kathedrale. Dies irae, dies illa. Tag des Zornes, Schreckenstunde, flammend geht die Welt zugrunde nach Sibyl und Davids Munde. Und ein Buch wird aufgeschlagen. All darin sind eingetragen deine Sünd aus Erdentagen. O, was werd ich Armer sagen, wenn Gerechte selbst verzagen? Und so geht das weiter. Dantes Inferno gewissermaßen als Seelenreinigungsverfahren. Endlose Angst, nochmal vermeintlich, damit Menschen zu bessern wären. Die Perspektive Jesu ist eine absolut andere. Gott kommt, es richtig zu machen mit unserem Leben. Ein Gedanke, den Immanuel Kant einmal hatte und den viele in der Philosophiegeschichte fast vergessen haben. Kant meinte, wir bemühen uns irgendwie doch, dass es zusammenkommt. Wir möchten richtig werden, gut sein, die inneren Widersprüche klären und gleichzeitig entdecken wir, dass das alles Stückwerk bleibt, nie sich wirklich vollendet. Kant postulierte, wir müssten glauben an die Unsterblichkeit der Seele, sonst wären wir nicht einmal dazu fähig, nach dem Guten wirklich zu streben. Wir würden denken, es ist sowieso nicht erreichbar, falsche Ideale muss man nicht verfolgen, mach dir ein gutes Leben und streng dich nicht an im Überfluss nach Dingen, die du sowieso nicht greifen kannst. Die Bedingung der Möglichkeit zum Guten, zur Ethik überhaupt subjektiv sei, das Postulat soll heißen, weniger philosophisch, der Glaube, dass wir in Gott ewig leben. Nach Immanuel Kant zu genau diesem Zweck, dass wir uns vollenden dürften und alles, was hier stümperhaft begonnen hat, aufblühen könnte zu seiner Reife. Mitmal ist das, was wegfällt, wie eine Befreiung. Wie viel stand da uns im Wege? Immer hatten wir Anspruch auf irgendetwas, was uns gehörte. Wir hatten Rechte, die wir verteidigen mussten. Wir hatten eine Frau an unserer Seite, unsere Frau, unser Mann und dauernd Eifersucht womöglich. Eine kleine Schwankung in der Beziehung und schon wieder neue Dramen. Als die Sadduzäer Jesus mal fragen, was ist denn drüben? Wer nimmt da wen zur Heirat, wenn die eine Frau stirbt und der andere muss die Frau seines Schwagers heiraten? Antwortet Jesus nach dem Durcheinander, im Himmel nimmt man überhaupt nicht zur Frau. Er könnte auch sagen, der ist die Liebe ohne jede Grenze. Es gehört niemand dem anderen, aber alle gehören einander und zueinander. Und nach Wegfall der Grenzen gibt es auch nicht mehr die Barrieren der Angst. Bis dahin bin ich bereit zu verstehen, aber da, nein, da muss Strafe sein. Da braucht es Rache, da brauche ich Sühne. Da ist meine Qual zu groß, das kann ich nicht vergeben.
Wie erlöst man die Opfer von den Qualen, die man ihnen zugefügt hat? Wie reifen sie darüber hinaus? All das wäre der Beginn dessen, was wir den Himmel nennen. Und von dem redete Jesus, als er hier auf Erden war. Gekommen ist das Reich Gottes hier auf Erden, in unsere Herzen. Nicht im Parademarsch mit Trommelwirbel, aber in jeder Aktion der Güte, zu der wir fähig sind. Und so wird der Himmel sein. Ein Reifen in Gottes Güte. Von einer Hölle ist dabei die Rede gar nicht, obwohl die Theologen sich immer noch wichtig tun, mit erhobenem Zeigefinger zu drohen, dass da noch was auf uns wartet. Origenes im 3. Jahrhundert hatte vollkommen recht, als er meinte, mit der unbedingten Güte Gottes vereinbart sich schon rein logisch nicht eine Strafegerechtigkeit für die Ewigkeit einer Hölle. Es ist unmöglich. Was nicht ausgeschlossen ist, dass uns die Begegnung mit Gottes Liebe genauso schwer fallen wird wie die Begegnung mit dem Freispruch von Schuld und der Befreiung zu uns selber. Das eine kann uns Angst machen und das andere kann im Rückblick uns ziemlich demütig stimmen. Stellen Sie sich vor, wir erlebten, was wirkliche Güte ist, was mit unserem Leben gemeint ist, wozu wir geschaffen würden, endlich begriffen wird. Und wir kämen uns vor wie ein Schüler, der nach 6 Stunden im Abitur, gerade nachdem er sein Heft abgegeben hat, begreift, wie denn der Arbeitstitel gemeint war und wie er daran vorbeigeschrieben hat. Nun tut ihm das alles leid. Himmel wäre, dass alles, was noch nicht geschrieben wurde, was daran vorbeigegangen ist, zu Ende geschrieben wird, richtig gemeint. Dann kann uns leid tun, zu betrachten, wie wir verkleinert, verkrochen in uns selber oft unter dem Niveau existiert haben, das wir eigentlich als Wahrheit längst gefühlt haben. Und wir hatten immer Entschuldigungen. Wir hatten nicht die Nerven, nicht die Zeit, nicht die Geduld, nicht das Geld. Wir hatten Wichtigeres zu tun. Wir hatten höhere Verantwortung. Wir waren berufen zu ganz anderen Aufgaben. Und dann konnten wir hinweggehen zu Leuten, die wir im Stich gelassen haben. Wir sind einfach drüber hinweggeschritten. Wir sahen, dass wir ihnen wehtaten, aber es war uns egal. Wir redeten uns ein, dass das sogar richtig wäre. Wir trampelten die eigenen Schuldgefühle nieder. Das geht nicht durch, wenn wir entdecken, was wirkliche Liebe ist. Die Katholiken haben da eine Lehre, die Martin Luther abgelehnt hat, weil sie dem Geldschacher dienten, die Lehre vom Fegefeuer. Dafür glaubte Luther an die Hölle und hatte große Angst vor dem Teufel. Ich glaube, man könnte Luther beruhigen mit der Hölle und ihm sagen, das Fegefeuer ist nicht zum Geldverdienen da, aber zu einem Vertrauen, wir könnten in Liebe reifen über alle begangenen Fehler hinweg. So ist es wirklich. Wir können, was war, nicht ändern. Aber wir können ihm einen neuen Sinn geben. Wir können aus Fehlern lernen. Und wir können uns emporranken, indem wir Zug um Zug liegen lassen, was in der Verlorenheit früher einmal in Engstirnigkeit und Herzumklammerung seinerzeit nötig schien, jetzt aber wie überflüssig. Wir bräuchten uns im Schmerz darüber nicht länger mehr zu quälen, wir könnten es sofort umsetzen im Austausch miteinander. Dostojewski konnte einmal seinen Alkoholiker Marmeladov sagen, dann werden alle alles verstehen. Dann werden alle verstehen. Eine solche Güte ohne Grenzen ist der Aufgang Gottes. Und es gibt keinen Tod mehr, nur noch eine Öffnung der Wand, durch die das Licht bricht, aus der Sphäre der Ewigkeit Gottes hinein in unsere Welt. Augustinus konnte einmal so sagen, Auferstehen ist unser Glaube, Wiedersehen ist unsere Hoffnung. Verbunden sein, unsere Liebe. Dazwischen mögen wir nochmal ein paar Verse von Rilke hören. Berge ruhen, Sterne überprächtigt, aber auch in ihnen zittert Zeit. Nur in meinem wilden Herzen nächtigt
heimatlos, die Unvergänglichkeit. Ohne diese wilde Sehnsucht, mitten im Endlichen etwas Unendliches zu brauchen, zu wollen, zu hoffen und zu glauben, wäre unser Leben immer dabei, zu verglühen, im Übermaß sich zu verlaufen, Forderungen zu stellen, die am Ende in Enttäuschungen neu sich in die Erde vergraben. Und es hätte schließlich der Tod das letzte Wort über ein nie wirklich gelebtes, zu Ende gekommenes Leben. Die oberflächliche Zufriedenheit, es war ja ein schönes Leben, wir sind ja 80 Jahre alt geworden, die Kinder kommen uns noch besuchen, mag eine Weile trösten, berührt aber nicht das Wesentliche. Wer sind wir wirklich? Darauf ist die Frage, was dürfen wir hoffen? Da Herr Köp mit Eichendorff begonnen hat, kann ich natürlich nicht anders als auch mit Eichendorff zu schließen. Wir gehen jetzt auseinander, nicht gerade wie Sokrates und seine Richter, in zwei getrennten Wegen, eigentlich gemeinsam auf Ostern zu. Hindurch, durch das Dunkel der Zeit, hinüber in Gottes Ewigkeit und empfangen die Auferstehung als ein Vertrauen, das nie mehr vergeht. Eichendorff konnte so sagen, Abschied ist wohl Tod zu nennen, denn wer weiß, wohin wir gehen. Tod ist nur ein kurzes Tränen auf ein ewig Wiedersehen. Dass Sie in dieser Weise hoffen, lieben und glauben möchten, wäre mein Wunsch am Ostertage. Es wäre die Wahrheit des Paulus, dass wir mit ihm auferstanden sind, eigentlich immer schon. Es gibt keinen Tod mehr zu fürchten, es gilt nur noch, richtig zu leben. Und wir hörten die Worte, die der Auferstandene und Erhöhte im Johannesevangelium vor seinem Fortgang zu den Jüngern in der Abschiedsrede spricht. In der Welt habt ihr Angst, ich aber habe die Welt überwunden. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch, gemacht aus Angst und Einschüchterung, sondern wir reichen einander die Hände in Vertrauen, müssen uns voreinander nicht länger mehr schützen und sprechen so, dass es in der Tiefe die Seele des anderen berührt. Keine Gewalt mehr, keine Verurteilung mehr, aber Gottes Wirklichkeit in unserem Herzen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht kann ich es aus Dankbarkeit für Ihren Beifall noch ergänzen durch eine kleine Bemerkung. Wir haben gehört von Sokrates, den man hinrichtete. Angeblich ähnlich wie bei Jesus, dass er nicht wirklich an Gott glaubt, an die Götter und die Menschen verführt. Dabei war Sokrates davon überzeugt, dass es nichts Wichtigeres gäbe, als zu tun, was der Gott Apoll ihm gesagt hatte, als seinem Auftrag. Der Gott in Delphi nämlich, an dessen Eingangstempel steht, erkenne dich selber, hatte erklärt, Sokrates sei der Weiseste unter allen Menschen. Das konnte er nur ironisch nehmen. Ein Mann wie er und weise. Er kam darauf, dass zumindest dies seine bescheidene Rechtfertigung sei, er könne differenzieren zwischen dem, was er wirklich wisse und dem, was er sicher nicht wisse. Und er hörte sich um, wie alle möglichen Leute etwas behaupteten als ganz sicher im Raum der Politik. Je besser der Redner, desto höher der Stimmenzulauf. Ganz moderne Verhältnisse um 400 vor Christus im alten Athen. Sokrates ging auf den Marktplatz und nahm sie sich vor. Hast du, Kallikles, nachgedacht über was du sprichst? Ein Mann ist glücklich, wenn er tun kann, was er will. Er kann sich durchsetzen, wenn er die Macht hat. Also ist es gut, die Macht zu haben und zu tun, was man will. Nennst du das wirklich glücklich? Ja, ich nenne das glücklich. Und Sokrates fragt, und wenn jetzt jemand die Krätze hat? Und er kann sich überall kratzen am Körper, er tut, was er will. Ist er dann ein glücklicher Mensch, deiner Meinung nach? Du fragst aber auch komisch. Sokrates wollte eigentlich nur wissen, ob das, was die Menschen wollen, nicht unterschiedlich ist. Es kann krankhaft sein und richtig sein. Was man will, muss nicht das
passende sein und schon gar nicht das Glück. Man müsste wissen, was man will, und da müsste man einigermaßen mit sich im Gleichgewicht sein. Und dass man mit Gewalt andere niederzwingt, das macht dich glücklich, Kallikles. Sokrates vertrat die gefährliche Auffassung, es sei besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Das kam den Zuhörern völlig lachhaft vor. Sie hörten schließlich Sokrates so lange zu, dass sie begriffen, es gibt kein größeres Glück, als mit sich im Einklang zu sein. Und der Schmerz, jemandem Unrecht zu tun, wäre das Allerbitterste. Sokrates hat das gesehen. Drüben in der anderen Welt, hoffte er, sei er imstande, denen, die ihm Unrecht getan haben, den Richtern in Athen zum Beispiel, zu vergeben. Sie haben falsch gehandelt, sie haben nicht nachgedacht, sie waren voreilig, sie waren eitel, alles Mögliche. Gehen wir drüber hinweg. Das Problem des Sokrates war, dass er auch manchmal andere womöglich verletzt hat mit seiner Ironie, mit den bitteren Späßen, die er mit ihrem Hochmut machte, mit dem Abarbeiten der Nonchalance, die scheinbar zur Genialität der Dummheit immer gehört. Es wäre möglich, sie nähme ihm das Übel in jener anderen Welt. Könnte man dann hoffen, dass auch ihm Sokrates vergeben würde? Nur dann wäre das Glück vollständig. Solche Gedanken werden verschriftlicht 400 Jahre vor Christus. Und sie können uns trösten, Jesus zu verstehen und noch einmal ihm mehr zu glauben als alles, was sie sonst hören. Das verrechtlichte Leben der Menschen, das verrechnete Leben der Menschen, das gezüchtigte Leben der Menschen, das versklavte Dasein der Menschen in Angst und in Ketten. Wir könnten aufwachen, auferweckt sein, aufstehen zum Licht. Dann haben sie die Botschaft der Maria von Magdala. Die ihn getötet haben, wussten nur, dass sie die Ruhestörung beseitigen wollten und haben bewiesen, dass sie selber der Tod sind. Aber sie am Ostermorgen verkündet uns alles. Die Worte sind wahr, weil sie uns leben lassen. Glücklich nenne ich die Menschen, die in dieser Welt noch weinen können. Glücklich nenne ich die Menschen, die es wagen, wehrlos zu sein. Glücklich nenne ich die Menschen, die ihre Armut kennen und anerkennen. Das sind Worte der Erlösung. Und sie werden zurückgebracht von den zwei Engeln am Grabe, die Maria von Magdala sagen: Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Er ist das Leben und er schenkt es einem jeden gegen den Tod noch einmal neu. Eine Überleitung zum Evangelium, das Sie hören am Ostermorgen. Dankeschön.